Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir haben in der letzten Folge das hier gebaut. Ich habe hier noch ein, zwei Zäune kurz hingesetzt und auch hier die Decke soweit fertig gemacht, damit wir hier in aller Ruhe nach dem Intro weiterarbeiten können. Also bleibt dran. Wir holen uns mal eben hier die Dinger ab, damit wir weiter fleißig Treppen bauen können. So an die 20. Denn wir sind noch nicht ganz fertig, aber so gut wie mit dem Raum. Und dann ist es auch gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier unten, ne? Hier fehlt noch Treppe. So. Und hier wollte ich gern einfach ein bisschen Leiter hinsetzen. Hier war Steinleiter. Nee. Doch. Reichen 8. Und die auch besser sieht. So. Kann man hier hoch und runter gehen. Weil hier hochfliegen soll eigentlich nicht weiter möglich sein. Hier kommt nämlich Zaun hin. So. Ja, was fehlt? Natürlich die Decke. Decke, 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 Decke. Mit dem mal. Und das wird einfach wie folgt aussehen. Machen wir gar nicht so viel Tramram. Wie gesagt, wir sind hier in einem Baum, da gibt es Holz. Gehen wir hier so hoch. Kommen wir besser ran. Können mehr Fläche abarbeiten, ohne hier groß machen zu müssen. Ah, Mist. Da, so. So schnell kann es gehen. Läuft. So, die Seite. Ich hatte jetzt überlegt, was hier mit Deckenpfeilern und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja echt nicht immer übertreiben. So, und jetzt brauchen wir nämlich die Leiter. Komm, so. Zack. Ein kleiner hölzerner Raum im Baum. Ganz unspektakulär. Ist doch nett. Oh, und Leiter funktioniert ja auch. Muss ich mich hier nur weglassen. Hör mal. Machen wir es einfach so. Für den Fall der Fälle. Okay. Was fehlt jetzt noch? Der Baukran. Der Kran, der Kran, der Kran, der hier das alles rüberhieft und so weiter. Wie machen wir den? So schlimm soll er gar nicht werden.
muss ich ja zugeben. Was habe ich an Eisendingern da? Ey, hier wird jetzt nicht gehämmert über mir. Geht's euch gut? Mittagsruhe. Wir müssen auf jeden Fall mehr Eisen machen. Kohle. Kohle brauchen wir gar nicht, wir haben ja das hier. So. Nehmen wir den da raus und was nehmen wir noch als Material? Ich hätte das gedacht. Aber bestimmt noch ein bisschen was rumfliegen. Gucken auf den Nachbarbäumchen. Hier war was. Einer, Wahnsinn. Klau mal den ganzen Honig hier aus dem Gelände. So. Irgendwo muss sie ja gut zu gut sein. Das ist eine Fenster. Ja, dazu brauchen wir ja auch einen Ofen. Ups. Platten noch. Ich glaube, die sind da ganz praktisch zu. Hier haben wir jetzt keine mehr, ne? Doch 9. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Zack. Zack. Ja, ganz unspektakulär will ich den machen. Kostet mich denn eine Rolle hier? Na, ja, wieder 2 Platten. Jetzt mal den erstmal als Ersatzrolle. Zurück. Kette. Und was hängen wir da dran? Holz. Was brauchen wir auf dem Baum? Holz. So, weiß aber jeder, was gemeint ist im Endeffekt, ne?
Hier haben wir so ein bisschen Holz mit hin. So das übliche, wie sieht ein Lager aus? Gedönse. Ja, Lampen ist jetzt immer noch so ein kleiner kritischer Punkt. Einfach so. Lagermöglichkeiten. Kann man nur die Rollen noch holen und fertig. Ja. Dann steht der Raum. So wie ich mir vorgestellt habe. Industrie gehört halt dazu. Ja, schon so, so. Ich könnte jetzt, klar, ich hätte jetzt so einen ursprünglichen Sarg nehmen können oder so. Siehst du, die gibt es ja auch noch. Ist doch nett. Warum nicht? Man könnte jetzt auch, hätte jetzt so und oder machen können, dass dann vielleicht noch so ein paar Leuchtdioden da rauspicken. Jetzt einfach hier so mal auf die Ecke welche. So. Achtung, Kran. Passt. Wer hat so ein Ding schon mal im Baum gesehen? Keiner. Hier die Lampe auch versteckt. Ist doch nett. Nicht für jedermann zugänglich. Soll zumindest am Ende des Tages sein. Sehr schön. Gefällt mir. Unauffällig, auffällig großer Raum. So, jetzt fehlt nur noch der Bereich hier. Wie gesagt, hier kommt auch was hin. Hier, na, hier wird es schwierig. Weil hier einen ganzen Raum reinkriegen. Hier auf jeden Fall nicht. Wie tief waren die denn? Ich will die natürlich dann ungefähr gleich machen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, sieht gut aus. Mal hier nochmal so ein Ding hinsetzen. Natürlich auch dementsprechend der Boden. Ach, hier ist genau das Ding wieder drunter, das Lager. Das ist ja ganz praktisch. Ja, umso mehr, umso besser. Habe ich echt nur die halbe Wand, ne? Ja. Die ist auch schon Ende. Gut, dass ich da nur nichts mehr da habe, hier außer die paar. Bist du
muss noch raus. Aber passt ja. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So. Als ob nie was war. So, können wir denn hier wieder ein Geschäft machen? Ja, hier überlege ich jetzt, wie machen wir das hier am schlausten. Würde ich ja gern weiterziehen. Das heißt, ich setze mal hier einen hin. Hier gehen wir quasi so raus. Dann haben wir hier grün. Ziehen wir den aber so rüber. Quasi ein bisschen Sternhimmel. Da könnte man hier noch locker ein Geschäft reinsetzen. Hier haben wir ja auch nur alles weggenommen am Ende eigentlich. Wärmer genug da. Da können wir hier ruhig ein bisschen zaubern. Ja, ich weiß. So. Zaubern wir uns aber erstmal das Geschäft hier. Dass es hier noch halbwegs vernünftig aussieht. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Hier alles zu. Wir arbeiten den Baum noch mal künstlich ein bisschen. Ja, irgendwie so halt, ne? Warum denn nicht? Oh, ich... Ne, guck mal hier. Thank you.
Na, die Ecke muss noch. So. Ja, ist das okay. Dann haben wir hier noch ein ganzes Geschäft drinne. Kommt natürlich auch noch die Wand dementsprechend. Und hier. Den. Finde ich mich auch cool. Eine Seite zumindest. Oder? Da könnte man nämlich fast noch sagen, hier, der geht hier nur so ein bisschen rüber. Ist doch cool. Dann denke ich auch, dann kommst du hier so, dann geht es hier weiter, ist der nächste Raum. In einem Geschäft, hier ist so quasi der Gang hier hinter, wo eigentlich keiner mehr was zu suchen hat. So. Vor. Kann man ja trotzdem drüber. Die wird zu hoch, oder? Ach nee, lieber so. Ja, hat was. Das hier noch zu. So, und damit ist die Zeit schon wieder um. Meine Fresse, ich könnte jetzt hier eigentlich ja glatt nochmal das nächste Geschäft reinsetzen. Da müsste ich ja bis hier vorne zuziehen. Nee, das wäre glaube ich zu much. Nee, da lasse ich das lieber so. Mache ich da nochmal so eine Werbetafel hin oder so. Genauso wie hier. Da hier oben geht es ja auch nochmal weiter. Ist ja nicht so, dass wir hier fertig sind. Niemals. Aber nicht mehr lange. Dann haben wir das Geschäftsviertel fertig und haben gut was gerissen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee hier. Auch vor allem das hier. Ich finde es cool. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns ganz entspannt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.